Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Wonders 4. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, Befehle erforderlich, direkt mal schauen. Jawohl, hier wollen wir weiter und versuchen, ob wir hier zwischen Hirsch, Speer und Schafott durchlaufen können, um noch ein bisschen mehr von der Karte aufzudecken. Da läuft eine Armee rum mit einem Helden. Trench der Büffel, okay. Mit einer Kriegereinheit. Für uns jetzt relativ unwichtig, glaube ich. Ich muss mal kurz was schauen. Wir haben ja drei Städte und auch drei Helden. Unser Einkommen ist momentan einfach nicht so gut. Ich bin generell mit der wirtschaftlichen Lage unseres Reiches nicht gut zufrieden. Der Output müsste höher sein. Mal schauen, ob wir da hier direkt nochmal was anhängen können, dass uns ein bisschen mehr Einnahmen gibt. Die Taverne ist für Zufriedenheit, also für Stadtstabilität. Die Steinmetzhalle bringt uns Produktion. Gruften, Kanalisierungskammer für mehr Weltkarten, Zauberpunkte und Kampfzauberpunkte. Ja, hier, das ist übrigens noch aus anderen Gründen interessant. Wenn uns mal ein Held, der Herrscher, nicht die Helden, wenn uns ein Herrscher, also wenn uns Makros stirbt, dann kehren wir mit vollen Trefferpunkten zurück. Ansonsten kehrt man nämlich mit relativ wenig Trefferpunkten zurück und muss dann erstmal wieder heilen. Naja, außerdem können wir den Helden, den Herrscher relativ, also direkt zurückrufen. Das kostet jetzt natürlich auch nochmal wieder viel Geld und auch Mana. Mana-Einkommen ist noch schlimmer. Das ist eigentlich eine Sache so. Schauen wir mal hier. Die Abtei für mehr Wissen, das Eintreiberlager für mehr Nahrung. Das sind besondere Provinzverbesserungen. Und der Ritual-Scheiterhaufen, der erhöht auch die Mana-Einnahmen. Und das ist ja, haben wir gesagt, auch wichtig. Ich glaube, das machen wir mal. Das müssen wir nur irgendwo draufbauen und irgendwas ersetzen, meine ich. Mal kurz schauen. Eine Försterei ersetzen. Steinbruch. Wir haben viele Förster. Ja, wir haben zwei Förstereien. Wir können hier noch eine oder zwei Förstereien bauen. Ich werde mal diese hier nehmen. Ja gut, kommt natürlich erst als zweites dann. Gut, ja, was bringt denn noch Geld? Also nichts. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Wir können immer Handelswaren produzieren, da bauen wir nichts anderes. Die Produktion, Teil davon wird in Gold umgewandelt. Aber das bringt uns keine wirklich guten Einnahmen. Schade. Vielleicht können wir über die anderen Städte noch was machen. Aber, ach warte mal, Silden muss eh was Neues bauen. Nee, da ist das Lagerhaus auch in einer Runde fertig. Hier könnten wir noch einen Markt bauen für 15 Einnahmen. Das ist, und die Schiffswerft, interessanterweise, bringt uns auch Einnahmen. Ja, die kostet auch nur 42 Münzen im Vergleich zum Markt. Und ist verstärkt. Tja, dann ist doch relativ klar, dass wir das mal so machen. Und natürlich wird auch noch Crydee kurz überprüft, was da noch möglich ist. Hier ist auch das Arkan-Institut bald fertig. Hier könnten wir zum Beispiel für Mana dann auch noch ein Ritual-Scheiterhaufen bauen. Und das Stadtgebiet von Crydee ist auch recht groß. Stadtgröße 10. Schaut mal, das ist genauso groß wie Kondor. Dann ersetzen wir hier mal. Wir haben hier Farm. Wir ersetzen einfach diese Farm. Zack. So. Okay. Dann mal eben abarbeiten, was sonst noch ist. Genau, Befehle erforderlich. Wir gehen einfach mal mutig voran. Ach, da ist noch, genau, das müssen wir uns auch nochmal ansehen. Da gehen wir gleich hin, die werden wir auch noch vernichten. Hier diese, was sind das, Erdwürmer? Etzwürmer, okay. Und zwei ausgewachsene und ein junger Erzwurm. So, Silden kann... Ach, Silden kann eine neue Provinz. Okay, ja gut. Hier wollen wir auf jeden Fall in diese Richtung. Also wir lassen mal... Ich lasse mal das für Kondor auf jeden Fall. Aber hier bauen wir uns noch eine Mine für mehr Geld. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Nahrung, Produktion, das ist alles schön und gut. Ah, hier gibt es halt plus 5 Geld. Wir bauen
Wir bauen die Mine. Ja, wollen wir. Zinnrin. Muss damit klarkommen. Ruhepol erhalten. Was? Ruhepol? Diese Becken sind seltene Wunder der Welt, in denen sich die gebündelte Weisheit der Menschen, die das Land durchwandert haben, verflüssigt haben soll. Diejenigen, die sich Zeit nehmen, um in ihr ruhiges Wasser zu blicken, erfahren eine Klarheit der Gedanken wie nie zuvor. Larissa Mirabilis, Mythos und Wahrheit, Volkskunde und ihre arkanen Ursprünge. Das ist nicht schlecht, denn der Effekt ist das, was gut ist. Das Erforschen von Zaubern kostet 10% weniger Wissen. Nice. Wo haben wir das denn jetzt herbekommen? Das kann ja eigentlich nur hier durch dieses Gebiet hier sein, oder? Wir können ja mal draufklicken. Ach, hier. Doch, bei Crydy. Aber wo ist es da? Irgendwas mit Becken. Ich kann nichts sehen. Also ich kann hier natürlich den Regenbogenklee sehen. Aber wo sind diese... Das ist ein Mana-Knoten. Das gehört zu Condor. Ist das hier? Ja, das ist der Ruhepol. Interessant. Sag mal, die Stadt, irgendwie nimmt die sich ihre Gebiete selbst. Also da muss ich nochmal kurz nachschauen, ob es irgendwelche Automationseinstellungen gibt, die ich hier verändern kann oder muss. Statt Informationen. Ja, hier. Da ist nämlich die Automatisierung eingestellt. Und wir wollen das eigentlich manuell machen. So. Ja. Eieiei. Das hätte ich mal eher machen sollen. Das liegt... Ja, gut. Wir haben das hier als freie Stadt ja übernommen. Und dann war das so eingestellt. So, wir haben Nachricht erhalten von Zinnrin. Necron, der Auferstanden, hat sich als würdiger Freund erwiesen. Eine gemeinsame Freundschaft zwischen euch und Necron kann uns nur stärker machen. Ja, Zinnrin fordert uns auf, eine Freundschaftserklärung gegenüber Necron abzugeben. Aber das kostet auch wieder Geld. Ich gehe mal rein und wir schauen mal. Ja, wir können uns das gar nicht leisten. Das sind 200 Münzen, die wir nicht haben. Und naja, ansonsten... unsere Beziehungen sind nicht so super gut. Minus 255. Ja, geh weg. Das machen wir nicht. Und was ist hier? Silindra, das ist eine der freien Städte, die direkten Krieg mit uns hatte, hat eine feindliche Armee ausgesandt zur Plünderung deines Gebietes. Sind die wahnsinnig? Jetzt muss ich erstmal schauen, wo die nochmal waren. Hier unten. Hier sind Ausrufezeichen. Also ich hoffe, ja, ist das die Armee, die zu uns kommt? Dann müssen wir uns vorbereiten. Gut, die werden ja jetzt auch nicht... Ja gut, die können natürlich hier ganz locker durchs Meer schiffen. Gut, dann, dann ändern wir unsere Pläne. Ah, machen wir in der nächsten Runde. Ganz locker. Wir ziehen jetzt Tayena zurück nach Silden. Erstmal ruhig in die Stadt. Wohltaten über Wohltaten. Deine Berater erwähnen, dass Krondor kostspielige Pläne für den Nahrungsimport angekündigt hat. Du kontaktierst die Stadt. Ein Verwalter von Krondor heißt dich frohen Mutes willkommen. Ich weiß, was ihr zu besprechen wünscht, mein Kaiser, und ihr dürft stolz sein. Nachdem ihr so viele wohltätige Dekrete erlassen habt, hat Krondor den Import von reichlich Fleisch, Obst und Gemüse für unsere hungrigen Bürger angewiesen. Und das Beste daran? Die Stadt übernimmt die Kosten. Das Volk von Krondor möchte die Großzügigkeit nachahmen, die du an den Tag legst. Allerdings wird Krondor dafür dein Gold ausgeben. So, wir können die Pläne genehmigen. Das kostet uns dann 6 Runden lang 50 Gold. Wow. Krondor erhält allerdings 21 Stadtstabilität pro Runde. Und wir erhalten in Krondor direkt 214 Nahrung, wodurch wir sofort eine Bevölkerung dazu bekommen. Wir können die Schatzkammer von Krondor für noch mehr Nahrung aufkommen lassen. Dann verlieren wir noch mehr Geld und wir halten 342 Nahrung. Allerdings der andere Bonus, nämlich das mit der Stadtstabilität, das bleibt aus. So, wir können die Pläne auch verbieten. Und wir können erklären, dass das Reich Gold braucht, um zu wachsen. Das gibt uns erstmal 4 Stärke, Ordnungsaffinität, Prüfung.
findet statt und 80% für Erfolg. Die Bürger von Krondor leisten gerne ihren Beitrag für das Reich mit den Vorteilen, die dort stehen, und es gibt eine 20%ige Chance, dass das Ganze fehlschlägt und dann verlieren wir eine Ordnungsaffinität und 17 Stadtstabilität pro Runde für 6 Runden. Also, wir genehmigen das Ganze. So, das heißt, wir können hier direkt das Gebiet annehmen, was ich noch annehmen wollte. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das hier vielleicht doch silden lasse. Wir können uns dieses Gebiet hier zum Beispiel noch nehmen. Noch eine Mine bauen, die ist noch besetzt. Da kümmern wir uns schon drum. Und ich glaube, dass ich das tue. Und dann, ja, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass Presidio hier nicht noch weitere Ländereien schnappt. Von daher könnten jetzt hier direkt Imperium ausgeben. Wie hieß das nochmal? Hieß das Imperium? Ja, genau. Um sofort eine Bevölkerung zu bekommen und dann schnappen wir uns das hier noch. Naja, wobei eigentlich hätte ich das ja gerne für Silden. Dann machen wir das lieber bei Silden, da ist es auch ein bisschen günstiger. Silden kann gar nicht hier hin. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Müssen wir da erst... Nee, eigentlich müsste es doch gehen. Okay, gut. Scheint schwierig zu sein. Dann nehmen wir uns das hier, weil hier ist... Ach, das können wir auch noch nicht nehmen. Das haben wir schon. Sehe ich, das ist ja Blödsinn. Das haben wir ja schon. Okay, passt auf. Das nimmt uns keiner weg. Gehen wir hierher und machen Fischerei für Nahrung. Das ist überall der gleiche Bonus. Hier sind auch ziemlich viele unabhängige Armeen. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt das nehmen soll oder hier eine von den Seeprovinzen. Tja, ich weiß nicht, warum wir das hier nicht nehmen können. Ist das schon zu weit weg? Eigentlich nicht. Also, wir machen es folgendermaßen. Das hier wird Krondor gehören. Das hier wird Silden gehören. Und das hier wird dann hoffentlich auch Silden gehören oder Krondor, wenn Silden das nicht nehmen kann. Und ich annektiere jetzt das hier für... Ja, Nahrung ist natürlich immer gut für Wachstum. Das ist nur wenig Gold. Die Produktion ist jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Man müsste mal in so eine Übersicht schauen. Aber ich nehme jetzt hier die Farm. Okay. So, gibt es denn eine Übersicht mit Sicherheit? Die ganzen Übersichten noch gar nicht so genau angesehen. Da sind unsere Städte. Und ja, tatsächlich ist Crydy mit 31 Produktion besser als Silden. Ich hatte da gerade eigentlich 49... Ach, das ist Einberufung, Entschuldigung. So, 49 gesehen. Ungefähr... Gut, ist aber auch noch viel kleiner, ne? 6 gegenüber 10. Da kann schon noch viel passieren bei Silden, wenn wir denn die Ländereien finden. Oder die Gebäude bauen. Ja, ich denke, es ist der Größe angemessen. So, Befehl erforderlich, genau. Die, einfach weiterziehen, bitte. Bewegung bestätigen, muss man einfach nur nochmal drücken. So, Befehl erforderlich. Wir kümmern uns jetzt eben um diesen komischen Ätzwurm. Da sind aber noch Einheiten zugekommen. Die Spinnen waren gerade noch nicht da. Die waren gerade noch nicht da. Uiuiuiuiui. Ich befürchte, dass dies ein Kampf sein wird, weil schaut doch mal auf die verbleibende Lebensenergie hier noch von dieser Einheit. Es könnte sein, dass dieser Kampf auch seinen Tribut fordern wird, wenn ich ihn manuell ausführe. Schauen wir mal. Plünderschurke. Ja, dass da jetzt halt noch die Spinnen bei sind, ist das... ist für mich jetzt gerade das Hauptproblem. Zaubern können wir eh noch nicht. Aber wir rücken etwas vor. Also, die... Ja gut, wir haben hier die Durchgänge, die etwas enger sind. Ich würde sagen, dann stellen wir uns mal hier hin. Sind wir verschleiert. Und hier können wir dahin angreifen. Macross geht hier hin. Und die Bogenschützen dahinter ebenfalls verschleiert. Die Bogenschützen positionieren wir hier im Wald. Und die Supporter kommen hier hinter. Gut, dann... gehen wir in die nächste Runde. Wir haben noch Einheiten. Ja, wir können noch Aktionen machen, aber die werden eh automatisch dann gemacht, wenn man die Runde beendet. Die Würmer bewegen sich aber schnell vorwärts. Ich meine,
Insgesamt sind sie alle recht weit vorgekommen. Jetzt, da können wir noch nichts erreichen. Hier das gleiche Spiel. Wir warten aber weiter. Auch wenn das nächste wahrscheinlich dann Angriff auf uns sein wird. Aber wir können ja mal schauen. Moral ist ja schön und gut. Wie viele Trefferpunkte haben denn diese Erzwürmer? 90, 70 und die Jungwürmer 60. Okay, also machen wir mal einen Kettenblitz. Der ist nicht in der Schnellauswahl, okay. Und dann hier einfach mit. Ziel kann nicht beeinflusst werden. Okay, dann machen wir es hier. Hier haben wir scheinbar den größten Effekt. Mhm. Gut. Und dann nächste Runde. Ja, ja. Weiß ich ja. Ach, das sind Fernkämpfer, die Spinnen. Das hätte ich jetzt nicht vermutet wegen des Symbols. Boah, 17. Hui, 22. Holla, die Waldfee. Ah ja, und da geht's dann einfach mal... Ach, das ist ja wirklich sehr unglücklich. Also, ich glaube, ich weiß, warum das schwierig sein wird. Jetzt können die wahrscheinlich nicht mal was tun. Doch, können sie. Aber wir kriegen natürlich Gegenschlag. Wir müssen hier erstmal heilen. Das geht jetzt nicht anders. So, jetzt müssen wir... Müssen wir was tun. Streiftreffer leider nur. Okay, so. Dann hier weiter. Das sieht gut aus. Also die Vorschau verspricht hohen Schaden. Ja, das ist auch sehr gut. Den können wir jetzt, glaube ich, ausschalten. Können wir nicht ausschalten? Was ist das denn? Wartet mal. Achso, wieso ist denn Bewegen aktiv? Der Schnellstich ist nutzlos. Achso, ja, weil... ich habe diese Kugel ausgerüstet hier. Die Magierakete und... Oder nee, da der Magiestoß. Wir sind zu nah dran. Wir müssen ein Feld zurück, leider. Dann machen wir natürlich so ein bisschen den Weg frei, dass auch die Bogenschützen nutzlos werden. Wir machen mal den Überkanal. Der erlaubt uns sowieso, dass wir einen zweiten Zauber wirken können. Was wir auch sofort machen. Wir werden den hier einmal entzünden. Und dann werden wir noch einen Kettenblitz machen. Oder? Wir machen es so. So, und jetzt gehen wir mit Makros dann ein Feld zurück, kassieren den Gegenangriff ein, der wirklich ziemlich heftig ist, das muss man einfach sagen. Aber dann können wir hier angreifen und hier schon mal fast töten. So. Ja, den haben wir schon benutzt, den haben wir benutzt. Jetzt kann aber diese Einheit noch dort angreifen. Ne, die hat ja auch schon angegriffen. Dann haben wir nur noch die Bogenschützen, die müssen wir dann zurückziehen. Und die würde ich dann hierher ziehen, damit sie noch zwei Punkte übrig hat. Und dann geht's dann dieser Einheit an den Kragen. Wenn wir treffen, ist sie vernichtet. Super. Okay. Runde beenden. Boah. Sehr starker Angriff. Jetzt sind die Bogenschützengeschichte. Ja. Das sind ja ein paar Fähigkeiten, die die Einheiten hier haben. Sehr unangenehm. Springen die einfach hier die Klippe hoch. Wir können leider nicht mehr heilen. Hm.
Ich weiß, dass wir jetzt nur noch einen Bewegungspunkt... Oh, die hat bewegungsunfähig bekommen und kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Das ist sehr unangenehm. Wir werden den Bogenschützen auch verlieren, so wie es aussieht. Ich kann ja mal versuchen, diese Spinne noch auszuschalten. Schaffen wir nicht mehr. Vorteil bei der Magierakete ist, dass sie immer trifft. Ich werde die deswegen mal benutzen. Oh, das war sogar kritisch. Sehr schön. Dann macht die Einheit... Ich glaube, dass die jetzt auch weniger Schaden macht, oder? Naja, wir können nichts mehr tun. Boah, die sind wirklich... Oh! Und sie macht weniger Schaden, wie wir hier deutlich sehen können. Brauchen bessere Einheiten. Das ist lächerlich wenig Schaden, ne? Ach, verdammt. Ach, das ist jetzt so ärgerlich. Tja. Ich hatte es schon befürchtet. Vielleicht hätte ich doch einfach nicht angreifen sollen, als ich gesehen habe, dass noch zwei Spinnen mit dazugekommen sind. Im Grunde ist das Ergebnis nicht wirklich besser. ja. Jetzt müssen wir unsere Wunden lecken. Jetzt brauchen wir Einheiten, und zwar Pronto. Eigentlich wir, die Seelsorgerin, das wäre eigentlich wichtig, dass wir in dieser Armee von Makros auch einen richtigen Heiler haben. Das hatten wir bisher nicht. Jetzt gehen wir mal zu Krondor. Und was haben wir denn hier? Nur die Bauernarmee, ey. Das ist halt... Die kannst du halt wirklich nicht gebrauchen. Wir stellen die mal nach Silden. Und dann gibt es jetzt hier... Ja, wir müssen Geld ausgeben. Also, wir wollen eine Seelsorgerin haben und wir wollen einen Verteidiger haben. So viel ist sicher. Und mehr Geld gibt es dann momentan auch nicht. Wir haben einen rasenden Fokus. Erforscht, gewährt verzauberten Einheiten Raserei, was den Schaden verursacht, wenn sie angreifen. Das können wir gleich casten. Und dann gibt es als nächstes... Oh, was ist denn ein Verstärkungspylon? Beschwört ein Verstärkungspylon, ein stationäres Bauwerk, das Schaden verursacht und den Schaden deiner Zauber um 20% erhöht. Zorn der Gläubigen. Mhm. Ah, das geht, genau, das geht auf die Stadtstabilität. Ich glaube, ich nehme mal den Pylon. So, das Arkani-Institut in Krondor ist fertig. Wir haben überhaupt gar kein Geld. Wir können jetzt mal hier einmal, genau, das ist eh Standard, einmal Handelswaren produzieren. Silden machen wir das Gleiche. Und, Entschuldigung, in Crydee machen wir das Gleiche. Und in Silden, was ist in Silden neu? Sollte vielleicht ein bisschen besser lesen. Ich glaube, hier ist irgendein Gebäude fertig geworden. Und jetzt geht es hier mit der Schiffswerft weiter. So, und Makros ist aufgestiegen und wir sind Stufe 5, können jetzt hier also die erste Spezialfähigkeit freischalten. Was wir auch tun.
Ja, was gibt es da? Dunkles Ritual, trifft Feinde in einem Umkreis von allen Feldern. Feinde in einem Umkreis. Was lese ich da? Ich habe trifft immer gelesen. So, alle Leichen im Umkreis werden zu Zombie. Ja, nee, danke. Angriffe, die verursachen mal mehr. Okay. Das ist gut, das gibt's halt zusätzlich und top. Wir haben Makrossa jetzt eine Fernkampfwaffe gegeben, diesen Zauberstab. Und wenn wir damit jetzt Einheiten angreifen, die drei Felder, maximal drei Felder entfernt sind, bekommen wir... Achso, nee, Entschuldigung, das ist, das habe ich falsch gelesen. Das ist Vergeltung. Das heißt, wenn Makross angegriffen wird, und zwar aus einer Entfernung von maximal drei Feldern, dann kriegt der Angreifer auch Geistschaden. Naja, Tierbeschwören... das ist vielleicht nicht uninteressant. Der Stufe 3. Frostfeuersprengung. Puh, das ist gut. Das sind 24 Schaden, die hier gemacht werden. Ich will die haben, die Frostfeuersprengung hört sich wirklich gut an. Okay, und wir dürfen natürlich... Ach, wir haben hier noch zwei Fertigkeitspunkte. Genau, da habe ich beim letzten Mal scheinbar ein bisschen übersehen. Also machen wir jetzt die Kanalisierungsstärke. Obwohl, nee, das ist eigentlich... Ich glaube, ich nehme hier die Kanalisierungsstärke. Wir gucken uns das mal an. Und dann, was haben wir noch bei Unterstützung? Vielleicht mal was. Ja, das ist nicht schlecht. Ah, auch nicht schlecht. Getarnte Einheiten. Gibt es nämlich auch. Haben wir bisher noch nicht gesehen. das ist auch gut. Plus 10 maximale Trefferpunkte. Das nehmen wir. Haben wir noch... Hä? Wir haben noch einen Punkt. Ich habe doch gerade... Habe ich den gar nicht ausgewählt hier? Doch, habe ich doch ausgewählt. Feuer herauf, Beschwörung. 15. Taktische Zauberversuch verursachen 20% mehr Schaden. Reichweite für Magieangriffe um 1 erhöht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das nehme ich mal. Okay, jetzt haben wir aber alles ausgegeben. So. Und, ja, neue Reichsentwicklungsfähigkeiten. Mal schauen, was neu dazugekommen ist. Diese hier, die können wir uns nicht leisten. Dann ist es mir ehrlich gesagt auch wurscht. Was haben wir hier? Gewaltmärsche. Was sind Gewaltmärsche? Also ich weiß, was ein Gewaltmarsch ist, aber wie wirkt es sich spieltechnisch aus? Gewaltmärsche können eingesetzt werden, um deine Einheiten längere Strecken auf der Weltkarte zurücklegen zu lassen, als normalerweise in einer einzelnen Runde möglich wäre. 100% mehr Bewegungspunkte, verlieren aber 30% ihrer aktuellen Trefferpunkte und werden für zwei Runden mit erschöpft belegt. Nein, danke. Nein, danke. Das ist vielleicht wirklich nicht schlecht, sollte man mal nehmen. Ich glaube, ich nehme das tatsächlich mal hier, dieses Fortgeschritt. Ach, das haben wir schon ausgewählt. Vergesst es. Das nehmen wir hier. 20 Kampfzauberpunkte und Weltkartenzauberpunkte. Ach, das haben wir auch schon genommen. Mensch, boing. Okay, wir nehmen gar nichts. Wir sparen die Punkte erstmal weiter. Ja, sehr schön. So, wer haben wir da? Sanguin der Büßer. Das ist eine Fraktion. Ja, tatsächlich. Hier oben steht es ja schon. Sieht interessant aus. Gnom. Nur selten trifft man einen mächtigen Herrscher wie mich, der weiß, dass wahre Macht in der Stärke liegt. Beweist mir eure Stärke, dann können wir dieses Reich vielleicht doch noch gemeinsam erobern. Affinität ist mit uns kompatibel. Viel Ordnung. Das... Ja.
Ich kann nicht mal ein Willkommensgeschenk machen. Gut, aber wir haben sehr, sehr gute Reichsbeziehungen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist enorm gut. Da machen wir nochmal die Zaubererverbindung. Aegis. Mhm. Vielleicht direkt, also wenn wir so gut sind. Nee. Okay, die haben leider nur Mana. Ich würde ja noch Gold fragen, aber gibt's hier nicht. Okay, gut, lebe wohl. Ach, das ist eine unterirdische Stadt. Die Hauptstadt liegt unterirdisch. Tiefengnome. Gut, wir gehen wieder an die Oberfläche. Und wo ist die Einheit aus Cylindra, die hier angeblich auf uns zumarschiert? Noch sehe ich nichts. Auch auf See. Jetzt, wir könnten hier durch den Nebel fahren. Tayina bewegt sich in der nächsten Runde weiter. Gut. Ja, ich denke, 30 Minuten, dass wir hier an dieser Stelle Feierabend machen. Dann haben wir in der nächsten Folge auch zu Beginn direkt alle Möglichkeiten offen. Hier ist irgendwas bei Schafott passiert. Die werden, glaube ich, belagert, denn das ist hier das Zeichen für Belagerung. Interessant. Ich würde gerne wissen, was da los ist. Kann ich das so sehen? Ich gehe nicht ins Gebiet rein. Nee, kann ich nicht sehen. Okay, dann gehen wir weiter nach Silden auf jeden Fall. Ja, dann machen wir jetzt hier Feierabend. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.